Gefangene dürfen keine persönlichen Besitztümer haben. Das ist der Flur der Verdammten? Sieht nicht sehr einladend aus. Jemand da? Psst! Bist du verrückt? Kennst du nicht die Regeln? Welche Regeln? Da! Siehst du das Schild nicht? Verhaltensregeln im Gefängnis. Ich glaube, ein paar habe ich schon gebrochen. Mal sehen. Es ist streng verboten, dass die Inhaftierten miteinander reden. Erledigt. Bla 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 bla. Ratten dürfen nicht misshandelt werden. Erledigt. Waffenbesitz ist strengstens verboten und wird brutalst möglich bestraft. Besitz von Lampenschirmen aus Metall ist sogar noch mehr verboten. Damit können Wärter geköpft werden, besten Dank auch. Inhaftierte müssen sich fügen oder die Regeln werden durch eine Prügelstrafe verdeutlicht. Verstehe. Warum quatschst du schon wieder mit mir? Lass mich in Ruhe. Du kennst die Regeln. Warum quatsch? Er hat noch alle Finger. Oh ja, alle seine Finger. Noch. Hallo. Es wäre toll, wenn du mir bei einer dringenden Angelegenheit helfen könntest. Schweig! Über solche Dinge redet man nicht auf dem Flur. Die Wände haben Ohren. Die Wände wären lieber taub. Er muss an mein hinteres Fenster kommen. Das hintere Fenster? Von draußen. Dort lauschen keine Wärter. Dort können wir reden. Ja, ja. Mittelgroße Öffnung. Komm etwas näher. Ich hätte gern etwas Gesellschaft. Es wäre toll, wenn du mir einen kleinen Gefallen tun könntest. Einen Gefallen? Zuerst sag mir, wie hoch ist der Preis der Ming-Vase des Mondes? Also billig wird sie nicht sein. Du bekommst keinen Gefallen, mein Freund. Bis dann. Ich sollte mich beim Leiter über das Reinigungspersonal beschweren. Du kennst das Passwort nicht, hm? Oh. Gibt's einen von Friffe Fuppe? Was zum Teufel ist Fuppe? Fuppe! Die geschmacklose Brühe, die man hier bekommt, wenn man keine Fähne mehr hat. Ach so, Suppe. Genau. Fuppe. Suppe bzw. Fuppe, was ist damit? Oh, egal. Schmeckt fuffifo fürchterlich. Moment. Bist du ein Gefängniswärter? Nein. Gut. Dann frag meinem Nachbarn, dass er mit der Schnacherei jede Nacht aufhören soll. Es macht mich fertig. Vielleicht später. Thank you.
Schädels erinnert mich an einen Haken. Wow! Du solltest nicht zu nah an diese Mauer treten. Ich arbeite hier an einem echten Durchbruch. Wenn du reden möchtest, komm zur Tür. Die ist noch nicht verkabelt. Wow! Du sollst... Wenn du reden möchtest... Da bin ich. Geheime Lotuskralle ist ein Meister der Kampfkunst. Hallo. Es wäre toll, wenn du mir bei einer dringenden Angelegenheit helfen könntest. Er will also etwas erlernen? Nun, er hat seinen Meister gefunden. Wenn du er sagst, meinst du du, oder? Manchmal, ja. Manchmal vergesse ich das auch und sage gleich du. Du kannst mir was beibringen? Das kann ich. Aber nur von Angesicht zu Angesicht. Also ohne ein Fenster dazwischen. Eine dumme Person ist er. Tschüss. Immerhin, im Korridor der Verdammten ist tatsächlich jemand, der mir das Kämpfen beibringen kann. Wenn Sie nicht mit der Ballerei aufhören, zerstören Sie das ganze Gefängnis. Das scheint nicht zu funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ich sollte mich beim Leiter über das Reinigungspersonal beschweren. Nichts. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Du bist zurück. Der zahnlose Geselle da drüben fragt, ob du das Schnarchen einstellen könntest. Wirklich? Aber sag mir erst, wie hoch ist der Preis der Ming-Vase des Mondes? Also, wie lautet das erste Wort? Nicht ganz. Bist du ein Gefängnis? Nein. Ruhig! Dann frag meinem Nachbarn! Er will nicht mit mir reden. Du kennst das Passwort nicht, hm? Sieht so aus. Du bist ja kein Wärter, Effo. Kann ich es dir fragen? Es lautet Pfeffig Finne für Pfeffermünzen. Vielleicht etwas deutlicher? Pfeffig Finne für Pfeffermünzen. Danke. Danke, Finn. Wirklich? Wie hoch? Also? 60. Aha. Und das zweite? Fine Fife. Sicher nicht. Der Zahn. Wie hoch? Also? 60. Chinese. Silber. Und endet
Münzen? Gut gemacht, gut. Also, was willst du? Warum ist deine Tür so stark verriegelt? Was für eine Frage. Ich bin Pulverfassbill und mich hält keine Tür auf. Diese Tür scheint dich aufzuhalten. Aber nur, weil ich mit meinem Meisterwerk noch nicht fertig bin. Dem schwarzen Donnerschlag. Ein Begriff, den man sich merken sollte. Keine Mauer kann dieser mächtigen Bombe widerstehen. Zwei Sachen fehlen mir noch, um sie fertigzustellen. Eine Zündschnur und Feuer. Wenn du eine Zündschnur und Feuer hast, kannst du die Mauern wegsprengen? Der schwarze Donnerschlag wird durch nichts zu stoppen sein. Na, dann lass mich mal sehen, was ich auftreiben kann. Zwei Sachen fehlen. Eine. Na, dann lass. Das ist so gefährlich. Reden wir lieber hinten am Fenster. Ja, ja. Warum quatschst du schon wieder mit mir? Mein Amulett. Nichts. Die Tür ist abgeschlossen. Nicht dran. Ich brauche irgendein Werkzeug. Das hierhin, zusammen mit dem, sieht gut aus. Ein funktionierendes Feuerzeug. Für Kinder nicht geeignet. Was hast du denn hier vor? Tür ist abgeschlossen. Nichts. Verhaltensregeln im Gefängnis. Ich glaube, ein paar habe ich schon gebrochen. Mal sehen. Es ist streng verboten, dass die Inhaft... Blablabla. Waffenbesitz... Inhaft... Also, schon ein harter Kämpfer geworden? Fast. Eine Sekunde noch. Ich vermute, irgendwann war er mal hübsch und neu. So vor 1000 Jahren. Das wird nicht funktionieren. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube, du brauchst das hier.
Ich glaube, du brauchst das hier. Perfekt. Also schauen wir mal. Das muss hier hin, das muss dorthin. Und jetzt nur noch anzünden. Ha! Boah, verdammt! Hallo? Hallo? Eine Tür. Weg. Das ist die Abdeckung. Das wird nicht funktionieren. Seltsam. Seltsam. Eine Kette. Du hast es hierher geschafft. Sehr gut. Bitte unterweise mich in der Kunst des Kämpfens. Das kann ich tun, ja, ja. Geheime Lotuskralle ist ein Meister der Kampfkunst. Oh, wie ein starker Kämpfer siehst du nicht aus. Du verhöhnst deinen Meister? Meister? Ich werde dich unterweisen, doch du musst meine Autorität anerkennen. Bitte, würdest du? Also gut, schön. Du bist der große Meister. Zufrieden? Wie wunderbar, wunderbar! Mein erster Schüler! Also, was willst du erlernen? Kämpfen. Nun, dann brauche ich mein Buch über Kampfkunst. Geschrieben von Geheimer Lotuskralle. Das bin ich. Ist mir bewusst. Der Wärter hat es sich geschnappt, damit sein Stuhl nicht mehr wackelt. Hol das Buch vom Wärter zurück und ich werde dich unterweisen. Was für ein gruseliges Wandgemälde. Was war das? Also, schon ein harter Kämpfer geworden? Fast. Das wird nicht funktionieren. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Also, schon ein... Fast. Also... Fast. Eine Sekunde noch. Warum verteufelt nochmal? Lässt du mich nicht in Ruhe?
Also. Fast. Eine Sekunde noch. Was machst du hier? Geh und lern kämpfen. Bist du ein Gefängniswärter? Ja. Dann mach dich auf den Staub ab, Faum! Bist du ein Gefängniswärter? Nein. Gut, dann frag meinem Nachbarn, dass... Vielleicht später. Passt zusammen. Plötzlich ist es dunkel geworden. Bist du ein Nein. Gut. Vielleicht. Das passt zusammen. Plötzlich ist es dunkel geworden. Das wird nicht funktionieren. Oh nein! Nicht vom Fehler der Firma! Oh, ich muss das Ding raufwerfen! Flieh! Flieh! Oh, das war knapp. Oh nein, nicht vom... Oh. Zusammen. Plötzlich ist es dunkel geworden. Das ist nicht gut. Der Film ist drin. Oh nein. Ich hoffe, die Wärter finden es mit darauf. Nicht stillfallen. Abwarten und stillfallen. Plötzlich ist es dunkel geworden. Das ist nicht gut. Der verfluchte Film ist drin. Oh nein! Was machst du hier? Geh und lern kämpfen. Hey, wo bekomme ich so einen schönen Lampenschirm? Das geht dich nichts an. Gefangene dürfen sowieso keine persönlichen Besitztümer haben. Warum ist das verboten? Wegen der scharfen Kanten. Damit kann man ruckzuck einen Wärter töten. Wortwörtlich? Wer einen Lampenschirm in seiner Zelle hortet, wird strengstens bestraft.
komisch. Der Typ in Zelle 31.6 verkauft welche. Zum Spottpreis. Was? Das muss ich prüfen. Hab es. Das ist also das große Kampfbuch. Aber wieso steht hier Roman? Ich vermute, irgendwann war er mal hübsch und neu. So vor 1000 Jahren. Die Tür ist abgeschlossen. Offenbar deine Lektion noch nicht gelernt. Kriegst wohl den Hals nicht voll, oder? Nein, nein, bitte. Das ist ein Missverständnis. Klar doch. Der Lampenschirm ist einfach so reingelaufen, um Hallo zu sagen. Bitte, sei Gnade. Ich mag keine Feigen. Und das... Hier ist dein Buch. Sieht aber eher wie ein Bilderbuch für Kinder aus. Schweig, Lehrling! Beginnen wir die Unterweisung! Das Buch sieht wirklich eher wie eine Abenteuergeschichte aus. Schweig! Dies ist das Buch der Meister. Alles, was ich weiß, habe ich daraus gelernt. Alles, was du weißt? Und das ist? Ein fürchterlicher, tödlicher Ninja-Angriff. Und wie man Windmühlen baut. Genug davon. Du musst nun üben, Lehrling. Ja, ja. Oh Mann. Gut, zeig uns, was du kannst. Einen wie dich habe ich auch noch nie gesehen. Nein, nein. Versuch es. Nochmal. Und wieder und wieder. Und wieder und wieder und wieder. Das sah stark aus. Ich meine, wir denken, du bist auf dem richtigen Weg. Du hast es geschafft. Jetzt weißt du alles, was ich weiß. Natürlich außer, wie man Windmühlen baut. Jack, nun bist du stark und furchtlos. Ich mache dir ein Angebot. Werde der Anführer unseres nächsten Ausbruchs. Eine große Gruppe haben wir bereits zusammen. Wir brauchen jemanden wie dich. Jemanden, der bereit ist, uns anzuführen. Einen Helden. Was sagst du? Besser nicht. Tja, aber seltsam. Also, schon ein harter Kämpfer geworden? Zum Teufel ja! Thank you.
Das könnte ich brauchen. Das Amulettteil, das mir der Schamane gegeben hat. Angeblich der Schlüssel zum größten Schatz der Menschheit. Na, dann schalten wir das Ding mal an. So, und wie funktioniert das jetzt? Ah ja. Mach das Tor auf! Wei? Ja? Sind Sie mal? Sie sind nicht mehr. Na komm, Englisch ist auch eine Weltsprache. Bleiben wir bitte dabei. Sieh an, die alte Ukumba-Schrift. Nur zwei Menschen auf der Welt können sie lesen. Oh, jetzt ist es natürlich nur noch ein Mensch. Ich. Professor Umbati, Sir. Wir haben diesen Kien gefangen. Wirklich? Sicher? Ah, wundervoll. Nun ja, die haben ihn mitsamt Amulett in die Kampfgrube geschickt. Was? Er kämpft gegen einen Häftling, den sie den Schädelbrecher nennen. Aber sie wollten doch sowieso, dass wir noch einen Mann fürs Grobe anheuern. Setzen wir den Schädelbrecher auf die Gehaltsliste und genießen den Kampf. Terry, kümmere dich darum. Ich brauche dieses Amulett, koste es, was es wolle.